das eine Privatinitiative war, das bestimmt nicht, oder? Nein, das ist richtig. Also es gab tatsächlich nach 1945 wurde ja an sich Deutschland, sage ich mal, aufgeteilt in verschiedene Bürgerkulturen. Und Leipzig ist natürlich durch die sowjetischen besonders hilfreich auf der Landkarte gewesen und schon 1945 gab es tatsächlich einen Beschluss, der besagte, dass es eben eine Art Leitungsrundfunk geben soll, um den Menschen irgendwie schneller erreichen zu können, wenn es um wichtige Informationen ging. Also sei es jetzt politisch, aber auch, sage ich mal, alltägliche Informationen. Also da kamen ganz einfache Sachen wie, wo gab es Lebensmittelmarken, wo konnte man sich das und das besorgen. Also es war halt eher tatsächlich auch ein praktischer Hintergrund dabei. Weil generell gab es ja schon nach dem Krieg weniger Zeitungen, es gab Papierknappheit und so weiter. Also da war natürlich ein Rundfunk. Jetzt verglichen vielleicht zu heute ein sehr schnelles Medium, wir haben inzwischen Internet. Das ist noch schneller meistens, aber damals war Radio da wirklich mit ganz vorn dabei. Das heißt, man stand also irgendwo an der Straßenbahnhaltestelle und wurde dann ein bisschen mit Programm beschallt. Ja, also tatsächlich waren die Stationen so ausgesucht, dass man überwiegend an Haltestellen damit in Kontakt kam, weil man hat irgendwie gewartet, man stand da, man konnte dort gut zuhören. Zusätzlich gab es aber auch mehrere Lautsprecher an einfach so prominenteren Plätzen, also sei es jetzt der Markt oder der Augustusplatz oder Bahnhof.